Ja, hallo liebe Freunde, und ich bin's mal wieder. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, aber es ist auch eher selten, dass ich hier bin. Und jetzt gerade kurz vor meinem Urlaub erreicht mich noch diese sehr schöne, brandheiße neue Neuheit von Das Werk. Und zwar der Jaguar 1. Angekündigt war er ja schon seit einiger Zeit. Und jetzt ist es soweit, dass die Serienproduktion angefangen hat und wir unser erstes Serienmuster hier haben. Und das möchte ich euch natürlich unbedingt vorstellen, denn das ist schon, wie ich finde, heißer Scheiß. Ich meine, ja. Jaguar 1 gibt oder gab es schon von einer anderen Firma, aber das hat ja schon so seine, na, Macken will ich nicht sagen, aber seine Defizite gehabt. Und das ist alles hier drin doch deutlich anders. Ja? Man soll andere nicht schlecht reden, aber man kann sagen, hier ist es einfach besser drin. Gucken wir uns aber gleich alles in Ruhe an. Was haben wir hier genau? Also das Werk 35035 Jaguar 1 in einer 2-in-1-Version. Das heißt, man kann die frühe Version bauen und die Kampfwertgesteigerte mit dem großen Ausblickkopf, dem Wärmebildgerät. Gucken wir uns auch alles in Ruhe an. Insgesamt haben wir 7 grüne Spritzlinge hier drin, 2 transparente Spritzlinge, einmal die Unterwanne, eine PE-Platine, einmal Textilseil für das, für das Abschleppen. Seil, dann natürlich einen Dickelbogen und wir haben 3D gedruckte Teile. Das ist schon nochmal wieder ein kleiner weiterer Schritt nach oben in der Ausstattung der das Werk Bausätze. Und ja, mit dem Dickelbogen kann man 4 Markierungsoptionen darstellen. Das Ganze kostet knapp 45 Euro. Jetzt, wann auch immer, jetzt ist, wann ihr das guckt, aber aktuell gibt es noch einen Sondervorbestellpreis für knapp 40 Euro. Das heißt, wer jetzt noch schnell ist, kriegt den für diesen Preis. Also schaut mal rein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns das Ganze mal angucken, weil vom Reden wird kein Modellbauer satt. So, wie immer fangen wir mit dem Papier an. Die typische Das Werk Bauanleitung. Wo habe ich denn hier das Stäbchen? Na, das sehr schöne Deckelbild und die entsprechende Farbliste hier, sehr verständlich. Und wir haben hier, ja, passt alles soweit drauf, sehr gut, die entsprechende Teileübersicht. Wir sehen hier schon die Seitenteile, die relativ komplett sind. Das ist schon mal interessant. Und wir sehen hier die 3D gedruckten Teile. Gut, es sind jetzt nicht viele, aber es ist schon mal etwas. So, viele Teile, beziehungsweise Unterwanne, Laufwerk kennt man vom Kanonenjagdpanzer bereits. Es ist ja unverhohlen, dass die eine gewisse, eine gewisse Ähnlichkeit miteinander haben. Der Jaguar 1 basiert ja auf dem gleichen Fahrgestell, hatte vorher eine SS-11 Panzerabwehrrakete drauf und ist dann abgedatet worden mit Zusatzpanzerung zum Jaguar 1 mit der HOT. So viel zur Geschichte. Ich will das gar nicht immer so ausführlich machen. Ich habe das Gefühl, die Leute springen dann ab. Also gehen wir lieber weiter hier den Modellbauweg. Wir haben hier die typische Segmentkette, wie sie beim Kajapa auch schon war. Lässt sich astrein bauen. Ich habe es jetzt schon mittlerweile einige Male gemacht und es gestaltet sich immer einfacher. Man hat sogar hier beim Jaguar den Vorteil, dass man den oberen Teil gar nicht erst bauen braucht, weil die Schürzen den größten Teil verdecken. Also kann man noch mal ein paar Minuten Zeit sparen. So, hier wird es dann spannend und ich habe beim ersten Angucken gedacht, ach du meine Güte, ob das mal alles so gut geht, ne? Was die Oberwannenteile mit Motordeck zusammenstecken, dann kommen hier die Seitenteile rein. Da haben sich mir die Nackenhaare gekräuselt, als ich das erste Mal gesehen habe, aber sacrebleu, ich muss sagen, die Aussparung hier, wie die Teile reinpassen, das macht es eigentlich fast idiotensicher, wenn man sich ein bisschen wirklich Mühe gibt, die Sachen richtig ineinander zu drücken. Das passt wie Arsch auf Eimer. Und vor allem passt die Oberwanne dann ohne Drücken und Pressen auf die Unterwanne, wenn man alles richtig gemacht hat. Da war ich ganz geflasht. Doch dazu später mehr. So, ja, die typischen Nebelwurfbecher, wo auch tatsächlich PE-Kettchen mit im Bausatz mit drin sind. Man muss also nicht nochmal extra was kaufen. Das ist ja leider irgendwie immer noch etwas, wo viele moderne Fahrzeuge von anderen Herstellern dran kranken. Alles ist schön, alles ist toll, PE-Teile sind dabei, nur diese ollen Kettchen fehlen oft. So,
Die Fahrer- und Funkerluke hier sind tatsächlich beweglich baubar, also offen zuklappbar. Sehr, sehr schön. Wer will, kann Figuren reinsetzen. Wer nicht will, klappt es wieder zu. So, hier haben wir dann auch schon die Hot, die jetzt aus zwei Teilen zusammensetzen ist. Ja, gibt Schöneres, aber mein Gott, ein, zwei, drei Mal mit dem Schleifer rüber, dann passt das schon. Luke hier vom Kommandanten auch offen, geschlossen, darstellbar, beweglich mit diesen Teilen hier. Das ist schon eine feine Sache. Es ist hier so nur angedacht, die Hot im ausgefahrenen Zustand zu bauen. Man kann das ganze Ding hier auch runterklappen. Zeige ich euch gleich auch noch was zu. Bleibt gespannt, also schaltet nicht ab, aber spult auch nicht vor. Ne, das ist nicht Sinn der Sache. So. Ja, hier das Übliche vom Motordeck noch und vom, ja, das ist ja die Klappe hier für das Getriebe hinten. Staukasten drauf, kennt man alle schon. Kanisterhalterung hier. Hier ist zum Beispiel eins von den 3D gedruckten Teilen. Ich nehme mal an, dass die in 3D mit beiliegen, weil man den Spritzling, wo sie eigentlich mit bei sind, sich komplett gespart hat. Und für drei Teile den ganzen Spritzling, da druckt man mittlerweile lieber in 3D. So, der Jaguar 1 hat entgegen des Jaguar 2 und Kanonenjagdpanzer hier zwei ja, Staukästen, richtige Staukästen. Beim Kayapa war es ja eigentlich der Kasten für den Schießscheinwerfer. Das macht ihn schon ein bisschen anders. Und was wir hier haben, und das ist auch, ja, finde ich eine feine Sache, auch wenn man es nicht unbedingt braucht, ist tatsächlich eine TOW-Rakete. Wer ein bisschen bewandert ist im Dioramenbau und vielleicht auch so ein bisschen mit Watte oder anderen Möglichkeiten einen Rauchschweif darstellen kann, könnte daraus ein schönes Diorama mit einer abfliegenden Rakete machen. Wer weiß. So, hier sehen wir den Unterschied zwischen der alten Version und der neuen Version. Es ist nicht nur hier der Optikkopf, der hier der kleine ist und mit dem großen WBG die aufgerüstete Version. Nein, wir haben natürlich auch die anderen Spiegel. Und die neue Version hat auch hier, ja, ich sag mal so, Haltegriffe bekommen, wo man zum Beispiel ein Tarnnetz einhängen kann. Das sind so Details, die einem sonst nicht so unbedingt ins Auge fallen. Interessanterweise hat die österreichische Version, die ja auch mit baubar ist, den alten Ausblickkopf behalten, hat aber die neuen Spiegel bekommen und ich meine auch diese Haltedinger. Da muss man halt eben sich sicher sein, was man bauen möchte, aber das ist ja alles kein Problem. So, da haben wir den Bau des alten Kopfes, ja, auch wieder zweiteilig. Ha. Nicht schön, aber selten. Und hier halt den neues, das neue WBG, mehrteilig. Muss man ein bisschen gucken, dass man das sauber zusammenbekommt. Und wichtig, bevor man hier vorne die Scheibe einklebt aus dem transparenten Material, dass man den Innenraum dunkel bemalt oder wer Lust hat und auch weiß, wie es da drin aussieht, die ganzen Optiken da drin zu basteln, das wäre natürlich das Nonplusultra, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu drüber. So, kommen wir schon zu den Bemalungs- oder Markierungsoptionen. Hier haben wir die alte Version. Panzerjäger, Kompanie 320 aus Schwanewede, in Gelb-Oliv. Dann haben wir hier aus der Panzertruppenschule eine Version aus 2004. Die waren ja noch mit die Einheiten, die den Jaguar mit als letztes mit benutzt haben. Ja, natürlich im NATO-Dreifachtarn. Dann haben wir hier aus der Panzerjägerkompanie 70 aus dem Winter der 90er Jahre. Abgetarnt in Weiß. Auch immer eine Herausforderung. Ich ziere mich da oft ein bisschen Wintertarn zu machen, weil es der Grad zwischen Kunst und Kitsch ist da leider sehr groß. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Österreicher hier, wenn man das schon einbauen kann. Die Markierungsoption ist eine, es gibt eigentlich nicht viele Fotos von Österreichern und das ist eigentlich mit einer der bekannten. Ich glaube auch hier aus, aus dem Panzerabwehrbataillon 1 2005. Ja, ist eine spannende Sache und ist man nicht immer nur Bundeswehr. So, schauen wir uns das Plastik an. Fangen wir mal mit einem etwas der kleineren Teile an, die Unterwanne. Wer den Kayapa kennt, der kennt auch diese Wanne. Hier ist schon die Radaufnahmen
sind schon schön detailliert dargestellt. Hier hinten haben wir zwei Öffnungen. Eine wird verschlossen, eine wird mit einer weiteren Radaufnahme versehen. Da hat der Hersteller wohl ursprünglich auch mal an einen, weiß nicht, einen Prototypen oder was anderes noch gedacht, dass hier eine sechste Station ist. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, schön einteilig, macht den Bau angenehm. Man muss sich nicht mit verschiedenen Seitenteilen herumärgern, ob die wirklich alle verzugsfrei sind oder die Wanne nachher wackelt. Das ist schon alles sehr schön. So, dann haben wir diesen Spritzling hier. Das ist schon einer der neueren. Man sieht zwar hier noch Kayapa-Teile dran, aber es sind hier auch schon die Teile zum beweglichen Öffnen der Luken hier. Die wurden hier ergänzt. Ansonsten ist der Spritzling relativ bekannt. Und hier die Lukendeckel sehr schön mit den Details und auch auf der Innenseite. Und hier fallen schon die ersten Teile raus. Na, also das war ja auch, glaube ich, ein Ding bei Revell, dass die Luken nicht offen darstellbar waren oder dann auch entsprechend keine Detaillierung auf der Innenseite hatten. Ich glaube, ich habe mich damals ziemlich damit herumgeärgert. Klar baut er sich am Ende auch zu einem schönen Jaguar, aber hier haben wir dann doch, ich sag mal, the next level. Hier auch recht schön, finde ich, mit den bereits angegossenen Altergriffen. Das ist schon recht schön. So, da packen wir mal wieder weg. Ja, diesen Spritzling haben wir insgesamt viermal. Ich packe mal drei davon weg. Hier haben wir in der Hauptsache das Laufwerk, die Laufrollen, Treibräder, die Anschlagdämpfer hier, die Kettenführungsszene. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum mir dieser Bausatz eigentlich auch so viel mehr gefällt, weil das wirklich die richtige Form der Kettenführungsszene für diese Kette vom Jaguar ist. Ich meine, die Gummikette von Revell hat einfach nur so zwei Stifte. Vielleicht täusche ich mich auch und das hat sich auch mittlerweile geändert, aber das ist das, was so in meinem Hinterkopf gerade noch drin ist vom letzten Mal. Die Kette in Segmenten, was den Zusammenbau doch auch wirklich sehr angenehm macht. Und wie gesagt, die Details der Laufrollen schön hier innen und außen. Gefällt mir richtig gut. Hier haben wir einen der alten Spiegel. Das ist schon alles hier. Die Schwingarme, die auch gesteckt werden, also die bleiben nicht beweglich, macht allerdings bei einer Segmentkette auch wenig Sinn. So, hier haben wir Einzelglieder. Da muss man auch gucken, weiß gar nicht, ob man das hier so sehen kann. Da gibt es zwei verschiedene, einmal mit leicht angewinkelten Endverbinder und mit geradem. Und die leicht angewinkelten sind natürlich für die Kettenumläufe. Da hat auch wieder jemand mitgedacht, dass das dann auch realistisch aussieht, wenn denn die Kette um den Umlauf herum fährt. So, hier haben wir eigentlich einen reinen Jaguar 1 Spritzling. Wir haben hier die Seitenteile gleich mit Kettenblenden angegossen. Ja, wäre vielleicht schön gewesen, wenn die einzeln gewesen wären, dass man da vielleicht auch nochmal eine hochklappen kann, obwohl man das wirklich eher selten sieht bei den Jaguaren. So ist natürlich wesentlich teileärmer und einfacher im Zusammenbau. Was ich hier richtig, richtig geil finde, und ich muss mich auch outen, dass ich da Testbau gemacht habe und auch die CADs kontrolliert habe, zusammen mit Sven. Das ganze Projekt hat jetzt echt fast ein Jahr gedauert. Da gab es immer wieder Probleme und dies und das nochmal kontrollieren. Und kann man das machen, kann man nicht machen. Was ich hier wirklich einfach sehr, sehr gelungen finde, ist, dass zum einen diese Bolzen zum Halten der Zusatzpanzerung wirklich dimensional korrekt sind und dass man es wirklich geschafft hat, diese Löcherstruktur, in der die man beim Original ja mal mehr, mal weniger sieht, je nachdem wie der Lichteinfall ist, dass man das im Modell tatsächlich auch nachgestellt hat. Und ich finde, dass das wirklich sehr gut von der Tiefe dargestellt ist, auch diese feinen Linien der Segmentierung, das ist etwas, wo man im Original dann auch wirklich näher rangehen muss. Und hier ist es dann so dargestellt, dass wenn Farbauftrag da ist, wirklich sichtbar ist. Und ich finde, das gibt dem ganzen Modell
nochmal so ein Müh der extra Details, die wirklich gefällig sind. So, hier haben wir das Motordeck, hier auch Anti-Rutsch-Beschichtung mit feiner Riffelung, wollte ich gerade sagen, mit feiner Körnung. Ja, die andere Seite, auch diese Struktur ist auch in den Kettenblenden, Kettenschürzen dargestellt. Schon ganz anderer Schnack. So, hier auch nochmal ein reiner Jaguar 1 Spritzling. Wir haben hier auch eine neue Rückwand, würde ich fast sagen, der Oberwanne, ne, mit der Luke des Getriebes. Das ist nochmal ein ganz kleines bisschen anders gestaltet, weil der Jaguar 1 ja diese zwei Staukästen hinten mit drauf hat. Hier haben wir die Teile des großen BBGs. Hier haben wir die TOW in ihren Teilen. Hier haben wir den TOW Starter. Ja, zwei Halbteile. Wir haben hier das Kampfraumdach. Wie gesagt, hier das neu aufgeflanschte TOW Starterpaket mit Kommandantenkuppel, ne? Wie gesagt, vorher mit SS-11 sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Hier Fahrer-Funkerluke, alles offen. Das gefällt mir recht gut. Wir haben hier die entsprechenden Luken. Und hier haben wir die Frontpanzerung, die auch diese fein gepunktete und segmenthafte Zusatzpanzerung zeigt. Hier sind die Bolzen versenkt und nicht wie an den Seiten in diesen erhabenen Pickeln, sage ich mal. Das sieht auch recht gefällig aus. So, dann haben wir zwei Klarsichtspritzlinge. Einmal den, ich sag mal, schon bekannten aus dem Kajapa, der hier die Scheinwerfergläser hat. Was haben wir hier? Die Rückleuchten. Und noch andere, die ich jetzt gerade nicht erkenne. Durchsichtig ist immer so ein schwieriges Ding hier. Hier Katzenaugen. Na, also das ist schon bekannt soweit. Neu ist dann quasi dieser mit der großen Scheibe des WWG hier. So. Das dürfte hier... Moment... Ah ja, natürlich, das sind die ganzen Winkelspiegel für den Kommandanten und die hier für Fahrer Funker. Gleich mit der entsprechenden Abdeckung oben drüber. Das macht den Bau auch nochmal etwas angenehmer. So. Wir nähern uns dem Ende. Einmal hier das PE-Blech. Eigentlich auch schon bekannt vom Kajapa-Bausatz. Wir haben hier nur ein zusätzliches Teil noch, die Abdeckung oben für die alte Optik, ansonsten hier ne, die Halterung für die Ersatzkettenglieder, Kanisterhalterung, die Kettchen, die besagten, das ist schon eine sehr schöne Sache. Wir haben hier das Seilmaterial, das man jetzt in der Übersicht hier wahrscheinlich nicht sehen kann. Ich halte das mal hier in die Kamera. Wie gesagt, es ist Textilseil, aber absolut faserfrei und es lässt sich im Gegensatz zu vielen störrischen Stahlseilen einfach gut verarbeiten, biegen und macht halt keine Spirenzchen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ich weiß, viele rümpfen da immer noch die Nase, wenn Textilseile Abschleppseile darstellen sollen, aber ich habe mich schon mittlerweile damit angefreundet. So, hier haben wir den Dickelbogen. Den halte ich hier auch nochmal näher rein. Ne, alles, was das Herz begehrt für die vier Versionen. Eiserne Kreuze, alt und neu. Turm in Anführungsstrichen Nummern. Da muss man eigentlich sagen, und das zeige ich euch gleich, lohnt es sich gerade, weil ja die Seitenpanzerung so detailbehaftet ist, die Nummern vielleicht einzeln auszuschneiden, damit man nicht so viele große Flächen mit Trägerfilm hat. Das ist sonst echt ein bisschen Quälerei. Ja,
Ansonsten schön und sauber gedruckt, kann man wirklich nicht meckern. So, last but not least, schön verpackt in einem kleinen Plastikkartönchen und vor allem in einem Schutzkäfig gedruckt. Das zeige ich hier auch nochmal näher rein. Es ist relativ hell auf hell hier. Das sind 3D gedruckte Teile, einmal die Axt und einmal die Stange, die für die Hydraulik zum Anheben der Motorraumklappe benutzt wird, und ein Teil, ein kleines rundes Teil, das an die Rückseite des Kampfraumdachs gehört. Hier tatsächlich in vierfacher Ausfertigung gedruckt, was ich gut finde, weil das schnell doch durchaus mal durch die Gegend flitschen kann und dem Teppichmonster anheimfällt. Hier hat man dann also noch ein bisschen Reserve dabei. So, das packe ich noch wieder ordentlich weg. Ups. So, und ich hatte es ja schon angedeutet, ich habe Testbauten gemacht, bleibt ja nicht aus, und will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist einmal, wir gehen von hinten nach vorne, das ist quasi der Test T2, nennt sich das Ganze, also quasi die letzte Version oder die nächste Version nach dem T1, wo erstmal die grundlegenden Sachen geprüft werden. Das war hier schon unsere Version vor der Serienreife. Ich stelle die mal hier in die Detailkamera, dass man mal sehen kann, wie das Ganze so aussieht. Ich habe den jetzt in der neuen Version mit dem WBG gebaut und habe hier versucht, oder was heißt versucht, den TOW-Starter abgedeckt darzustellen. Ich habe, um den eigenen Monk zu befriedigen, hier noch so zwei kleine Plastikprofile angefügt, um diese Scharniere noch ein bisschen besser darzustellen. Ansonsten ist das alles natürlich komplett so aus dem Kasten gebaut. Wir sehen hier die 3D gedruckten Teile, wir sehen hier die PE-Halterung. Ich habe einen Kanister habe ich mal weggelassen, um das Ganze etwas interessanter zu gestalten. Hier haben wir die Kettchen der Nebelbecher und wie gesagt, hier ist das Ganze schön zu sehen mit der, ja, wie die Panzerung so wirkt. Wie gesagt, der hier war derjenige, wo ich dann die Oberwanne auf die Unterwanne gelegt habe und es legte sich einfach drauf. Es wackelte nichts, ich musste nichts pressen. Das ist so, ich glaube, in meiner langjährigen Karriere fast so das erste Mal gewesen, dass Ober- und Unterwanne derartig gut zusammengingen. Ne, die Segmentketten, ja, das passt alles so, das ist hervorragend. Dieser WBG von innen dunkel anmalen, sonst guckt man ein großes, graues Nichts später. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und das war jetzt der T2. Ich habe noch einen davor, quasi, wo wir ursprünglich erstmal geguckt haben, passt das alles soweit, sind die Details soweit herausgearbeitet, dass das Ganze stimmig wirkt. Den habe ich natürlich schon ein bisschen länger und von daher bin ich auch schon dazu gekommen, den zu bemalen. Und so kriegt man da auch mal einen Eindruck, wie wirkt das Ganze, wenn es fertig bemalt und auch tatsächlich gealtert ist. Wir sehen hier, was ich vorhin meinte, es ist tatsächlich durch diese feine Riffelung und diese Bolzendetails schwierig, die Decals so aufzubringen, dass sie wirklich, ja, realistisch wirken. Man kann es hier erahnen, ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen, dass mit Weichmacher und Druck und Zeit und Geduld man es auch schafft, diese kleinen Nupsis quasi durchzudrücken, ja, dass das wirklich so aussieht, dass die, ja, dass das aufgemalt ist. Hier ist es natürlich extrem schwierig und ich habe das Siegel natürlich jetzt nur in einem Stück aufgebracht, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich das jetzt nochmal mache, werde ich die Zahlen sicherlich mehr ausschneiden, damit man mehr Freiraum dazwischen hat. Das ist sonst wirklich, ja, der Trägerfilm, den unsichtbar zu bekommen auf diesem Untergrund, ist wirklich schwierig. Aber nun, man wächst an seinen Aufgaben. Man sieht hier die alte Optik. Was ist, ich hatte gar nicht wegen der öffnenbaren Luken. Ah. Jetzt müsste man einen Fingernagel haben. Sacre bleu. So, ja, man kann die Luken auch
auf und zu machen, wie man lustig ist, möchte man eine Figur reinsetzen oder auch nicht. Ja, das ist ansonsten quasi die Version gewesen, die ich als erstes hier auf den Tisch bekommen habe. Und auch die kann man in Oliv zu einem ansprechenden Modell bauen. Wie gesagt, die Ketten habe ich am Fahrzeug so bemalt. Ja, ist nicht schön, aber geht. Und dank der Stifte von AK kann man hier auch schön in den Zwischenräumen ein bisschen arbeiten. Ja, mache ich hier nochmal eben kurz zum Wirken lassen. Also, man soll sich ja nicht selber loben, Eigenlob stinkt, aber ich finde, das ist wirklich ein sehr schnieker und schöner Raketenjagdpanzer. Und ja, ich freue mich, dass es den ab jetzt quasi auf dem Markt gibt. Und wer noch keinen hat, oder wer schon einen hat und noch einen weiteren braucht, oder kann ja nie genug Panzer haben, dem sei der hier echt ans Herz gelegt. Ich finde auch die Auswahl der Markierungsoptionen wirklich ansprechend. Und es ist ja nicht so, dass jeder seinen Jaguar so markieren könnte, wie er wollte. Mittlerweile werden Deckel-Druck-Services angeboten, dass man seine Deckels haben kann, wie man lustig ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Tolles Modell. Ab sofort vorbestellbar und sollte November, Dezember 2024 dann auch tatsächlich im Handel erhältlich sein. Ich freue mich, vielleicht baue ich noch ein. Mal gucken, wo mich die Reise hinführt. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Macht's gut!